So, wir sind auch schon auf der nächsten Insel. Koh Samui haben wir verlassen, sind jetzt auf Koh Tao. Und das ist unsere Unterkunft für die nächsten 6 Nächte. Das hier ist so ein Gemeinschaftsbereich, einmal mit Liegen, mit perfektem Blick aufs Meer. Hier noch so Sitzsäcke. Also generell ist hier vom Style her schon sehr cool, ehrlich gesagt. Da unten gibt es noch so einen Gemeinschaftskühlschrank, gratis Wasser, ist auch ziemlich lässig. Und hier ist unser Zimmer. Ein Doppelbett, insgesamt relativ schlicht gehalten in Schwarz-Weiß und Grau. Also mir persönlich gefällt es sehr gut. Ja. Und an sich halt ein kleines, zweckmäßiges Bad. Die Dusche ist direkt hinter der Tür. Das ist vielleicht auch etwas interessant, weil der Abfluss für die Dusche rechts neben dem Klo ist und die Dusche da links. Das heißt eigentlich, dass man bei jedem Duschen das Bad komplett unter Wasser setzt. Aber naja, okay. Schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Und wir zahlen jetzt für die Unterkunft, glaube ich, 24 Euro die Nacht. Also für ein Doppelzimmer. Also von daher nochmal besser vom Standard als die letzte Unterkunft, aber dafür ein bisschen teurer, aber immer noch sehr, sehr günstig. Ja, hier ist der Eingang, hier kommt man rein, hier ist die Rezeption und interessant ist, dass man hier auch nicht mit Schuhe reingehen darf, also man muss die Schuhe ausziehen. Unser erster Eindruck so von dem Ort hier, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder weil Nebensaison ist, auf jeden Fall steht recht viel leer, extrem viel. Wir hätten doch deutlich mehr Touristen erwartet, keine Ahnung, wahrscheinlich ist eine Mischung aus nach Corona, dass wieder alles anläuft und Nebensaison, aber es ist schon sehr ruhig und leider auch viele Restaurants dicht, aber landschaftlich auf jeden Fall ist der Wahnsinn, gerade wie wir mit der Fähre hierher gekommen sind, wenn man so die Felsen im Wasser sieht, sehr, sehr sehenswert. Etwas ungewöhnlich für uns, hier geht man in die Supermärkte ohne Schuhe. Aber wir passen uns halt mal an. Ist warm. Turbulenter Tag. Wir sind wieder mit dem Roller unterwegs. Haben kurz Tanne ihren Fuß fast abrasiert. Nur fast. Ist auch wieder verarztet. ja. Sind jetzt weitergefahren zu so einem Aussichtspunkt. Keine Ahnung, wie der heißt, aber man sieht diese beiden kleinen Inseln, die über so eine Sandbank verbunden sind. Ziemlich schöne Aussicht. Das Ganze liegt in so einer ehemals Hotelanlage, die jetzt etwas verlassen ist. So wie viele Dinge hier auf der Insel. Also ich glaube, Corona hat hier etwas gewütet. Generell kommen die meisten Anlagen und Gegenden hier etwas wie so Lost Places rüber. Also es ist schon sehr für uns schockierend. Also wir haben es uns komplett anders vorgestellt. Keine Ahnung, wie das vor Corona war, aber schon nicht ohne aktuell. Sehr schöner Ausblick. Insel 1.
Insel 2. Insel 2. Steg. Sandstieg. Sandstieg. Das hier war oder ist ein gratis Aussichtspunkt, weil drüben bei dem Resort scheinbar früher wohl Eintritt oder irgendwie sowas verlangt wurde. Aber nachdem das Resort jetzt tot ist, ist der Eintritt auch gratis. Aber hier ist eigentlich trotzdem schöner, weil man hier ungehinderte Sicht hat, ohne Gebäude oder irgendwas im Vordergrund. Jupp. Also unser Spot für unseren Mittagsshake hat erstens schon mal so coole Sitzliegedinger. Sehr relaxed. Und diese Aussicht. Krass. Also, und so Netzliegeteile, die müssen wir noch testen dann. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eigentlich voll der fancy Spot. So richtig, wie man es eigentlich so von Bali erwartet, eben mit diesen Netzliegedinger und man hat halt hier die Aussicht und dann hat man so coole Fruitshakes. Dragonfruit. Das ist Dragonfruit, ja. Also sehr auch wenn cool. Wir eigentlich woanders hin wollten, also noch weiter rauf, aber ich glaube, das ist auch so in Ordnung. Der Weg zu dem anderen Teil war wieder etwas offroadig. Ich glaube, Juli ist auch so zufrieden. Ja, schaut nach Zufriedenheit aus. Gekauft. Schaut bequemer aus, als es ist. So sick, Mann. So, hier im Hintergrund sind die beiden Männer jetzt ins Wasser gegangen zum Schnorcheln. Wir sind jetzt an so einem Beach noch angelangt, nachdem wir jetzt relativ lang an dem schönen Restaurant waren. Ich gehe ja nicht mit rein, weil wir heute so einen kleinen Rollerunfall hatten, aber das ist nicht so schlimm. Das nächste Mal dann. Bin schon gespannt, was sie sagen, wenn sie wieder zurückkommen. Nicht ganz Malediven-Niveau, also das Riff ist relativ tot, aber Fische ziemlich cool. Juli ist, glaube ich, auch begeistert. Ja, und der Wasserlandschaft rentiert sich schon. Das ist heftig, was man da alles sieht.
Aber an das Tauchen mit Flossen muss man sich ein bisschen gewöhnen. Es gibt nicht nur schöne Strände hier auf Koh Tao, es gibt auch zu Genüge solche Bilder. Sieht man jetzt nicht nur hier, sondern an allen möglichen Ecken, aber wir haben uns gedacht, auch sowas sollte man vielleicht mal festhalten. Links, nein, rechts, links, rechts, links. Wir wissen es nicht. Es ist echt krass, wie hier halt überall, egal welchen Aussichtspunkt man anfahren will, bei jeder Abzweigung geht es immer zum originalen Aussichtspunkt. Also man wird die ganze Zeit irgendwo hingelotst. Wenn man Glück hat, kommt man dahin, wo man hin will. Wenn es blöd läuft, darf man 100 Baht zahlen für irgendeinen anderen Aussichtspunkt. Also es ist ziemlich schwierig hier zu navigieren. Oft auch mal ein bisschen Glücksspiel. Zu Fuß ist immer noch die beste Fortbewegungsvariante. Also wir fahren nicht mit dem Roller den Weg, weil das zu zweit einfach nicht geht und uns zu viel ist. Aber Juli fährt voraus mit dem Roller. Aber wir haben jetzt als Nachhut seinen Schlüssel wieder gefunden und nehmen den jetzt mit. Mal schauen, was er auf dem Weg noch alles aufsammelt. Hoffentlich nicht den Juli.
Also wir sind jetzt hier beim Mango Viewpoint. Das ist ein richtig krasser Viewpoint, den man schon mal mitnehmen sollte. Er hat eine heftige Aussicht und vor allem jetzt mit den bewölkten Wolken. Das ist schon ziemlich heftig, wie der, genau, mit den Wolken da verschmilzt. Was wir beide dem jetzt noch hinzufügen können ist, dass die Wolken bewölkt sind. Also, dass das echt ziemlich cool ausschaut hier so, der Horizont und das Meer und die Wolken. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Weg ist etwas beschwerlich, also mit dem Roller haben es wir nicht geschafft, der Juli ist hochgekommen. Ja, wir haben es ja schon gesagt, dass wir dann gelaufen sind. Kostet hier 100 Baht Eintritt, dafür kriegt man aber auch ein Getränk gratis, also Wasser oder Eistee oder Cola oder sowas. Und es ist hier schon so eine kleine Local Experience. Also es ist nochmal, es ist wirklich cool, lohnt sich auf jeden Fall. Ist immer schade, dass der Weg so irreführend manchmal ist, aber ansonsten... Er lohnt sich wirklich, also die Aussicht ist schon next level. Und alle, die sich mit dem Roller nicht mehr runtertrauen, bekommen da hinten auch was zu rauchen. Also ich glaube, problemlos. Geiler, traumhaft schöner Strand. Müllhalde. Geiler, traumhaft schöner Strand. Müllhalde. Warten, bis es aufhört zu regnen. Wir leiden. Neben Teigrührmaschinen, einen Industriekühlschrank, der ausgemustert ist, so einen krassen Schrank mit Oreo. Hey.